Hallo Freunde und willkommen zurück! Ich weiß gar nicht, das ist jetzt bestimmt das dritte Mal, dass wir von hier aus beginnen, weil wir irgendwie scheinbar nicht weiterkommen. Was ich super lange nicht gemacht habe, ist so Gaben einzustellen. Heilende Luft. Kann ich doch direkt ausrüsten, warum auch nicht? Ja, Wunder des Lebens. Höhere Objektverlustrate. Das Ding ist, ich sollte ihn mal ein bisschen... pushen. So, was haben wir denn hier? Was sie ihm geben könnten? Jaspisseele. Aha. Warum gibt denn das so viel? Was ist da los? Genauso wie der Dunkelbrecher. Aha. Ja, ich weiß halt nicht so recht, was ich ihm alles geben soll. Der nächste Level ist halt echt weit weg. Aber ich will wenigstens ein Level machen. Punkt aus Ende. Boah. Das sind halt alles alte Sachen, ne? Die er zum Glück sowieso nicht mehr tragen kann. Ohne einfach super useless zu werden. Das gleiche gilt für die Dinger hier, glaube ich. Man könnte sie selbstverständlich immer mal wieder gebrauchen zum... Ach, wie heißt das schon? Fusionuckeln und so. Aber ich will sie jetzt mal hier... hoffentlich besser investiert wissen. So, ja. Damit werden wir jetzt Segensstufe 6. Und haben Wunder des Lebens. Du kannst einmal pro Kampf verhindern, dass jemand K.O. geschlagen wird. Setze dies am besten in Kämpfen gegen starke Gegner ein. Aha. Hätte ich gerne. Und ich habe auch, ganz ehrlich, mit sowas in der Art gerechnet, beziehungsweise drauf gehofft. Ha. Dienst der Normin. Ah, nur jetzt halt das dafür wegnehmen, ist gar nicht so das Problem. Ja. Ja, okay. Machen wir so. Die anderen sind mir halt aktuell echt zu teuer. Was ich halt auch nochmal machen müsste. Ich hoffe, ich kann dann auch wieder zurück. Das sieht gut aus. Ich will mir ein bisschen was kaufen, weil der letzte Bossfight ist ja nun mal nachweislich nicht weit weg. Deswegen haben wir nochmal eine Quest, ey, die kann ich eigentlich auch nochmal machen. So, wir sind ein bekanntes Gesicht. Die Sachen sind sogar teilweise ein bisschen besser als das, was wir haben. Was mich gelinde gesagt schockiert. Ja, rüste gleich mal aus. Hier so ein Topaz-Dolch auch, ey. Boah, 10% gegen so gut wie alles einfach mal. Ja. Jetzt sind wir sogar schon ein Bekannter. Und noch ein zweiter Topaz-Dolch. Ah, machen wir. So. Topaz-Schwert würde wiederum schlechter machen. So, Trank des Lebens. Deswegen bin ich halt primär hier. Ja, danke. Das war mein Gameboy. Nein, war selbstverständlich mein Handy. Mit The Gameboy-Geräusch. Ja, ich bin zwar sonst eigentlich einer, der immer gerne mal irgendwo hinrusht, wie ihr wisst. Aber weil ich totalen Respekt vor dem Bossfight habe, will ich mal schauen, ob wir denn nicht, wo wir gerade sowieso schon hier sind, die Quest mal beenden da können. Na, da hinten an die Truhe kommen wir ja, wie wir wissen, nicht ran. Ich hoffe, das ist jetzt auch richtig. Oh, war das nicht der eine, wo wir einfach nicht gewusst haben, was wir zu tun haben? Merkwürdigerweise ist da zwar der lila Punkt. Als Antwort auf die Kraft des Monolithen glüht der Irisstern in einem feurigen Licht. Ja, die haben wir uns doch schon alle angeguckt. Kennen wir ja, wie gesagt, alle. Oder müssen wir jetzt wirklich alle einmal durchtriggern? Damit die Quest hier zu Ende ist. Oh, überspringen. Ja. Ja. So, jetzt haben wir sie uns theoretisch alle nochmal angeguckt. Und es passiert halt nix. Bisschen bescheuert. Und was anderes ist hier, glaube ich, auch nicht mehr, ne? Nö. Was hast du denn sonst noch so auf dem Herzen, Schnuffi? Sergei wird Frieden und Stabilität schaffen. Wir sprechen hier immerhin von Sergei.
derzeit in den Hintern treten. Ein paar aufmunternde Worte. Ich glaube, ich portisiere uns mal nach Pendrago. Reise zum Speicherpunkt, Pendrago. Ja. Ich hatte zwar gehofft, dass wir direkt Zugriff finden zu seinem Turm, aber dann halt nicht. Können auch mal wieder was essen. Halt Gift, halt Verlangsamung, ba 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 ba. Ja. Finde ich gut. Majide tauseta na, Dragon. Taishita mon da. Sasuga ore sama ga mikonda otoko da. Wakatte ru yo. Edona no oniisan no koto da ro. Kizuite ru kamo da ga, Jeek Fleet de ore tachi o Aizen ni uchikomeba. Kegare o kiri hanashi, moto ni modoseru kamoshirenai. Da ga, shosen wa kanose. Siegfried der Drachentöter, so so. Nanbatsu hitsuyou na no ka. So 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 Wie ich mir das jetzt einfach dolle vorstellen kann, wie Heldalf da irgendwie Tee trinkt und halt einfach chillt. So, ich stell mir vor, Heldalf, ein kleiner hölzerner Tisch, ein Stühlchen und schluck, 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 schluck. Wo bleibt er denn, der kleine Sorey? Wann darf ich ihm denn aufs Maul hauen? Drago-Eintopf haben wir gegessen. Das ist halt auch wieder so eine Sache, die uns im Kampf gegen ihn durchaus helfen könnte. Ich meine, wir haben super viele Tränke des Lebens geholt, also deswegen konnte ich jetzt ausnahmsweise mal, da kommt noch eins, darauf verzichten, die Mabo Currybrötchen zu essen. Ist ja ein bisschen Pendant dazu. Pendant. Je ne parle pas français. Also, richtet mich nicht. Muss doch eigentlich auch ein Speicherpunkt gewesen sein. Naja, gut. Hi. Sergei, Highland との交渉はどうなった？皇帝陛下とハイランド王は和平に同意された。だが、実務交渉が難航している。一番偉い人が許可したのに？それは形式だよ。実務では保守派はメンツにかけて条件を譲らないし。推進派もこれを機に利権を得ようとしている輩がほとんどだ。味方の中に敵がいて、敵の中にも味方がいる。混沌極まりない状況だ。はあ、聞いてるだけで疲れる。Politik ist schwierig。大変だね、セルゲイも。Danke, Rose。スレイヤ奥方の苦労に比べれば。Seine Dame。その奥方っていうの実は奥方困難な道を共に進む人がいるというのはとても幸せなことだ。Junge, die meuchelt dich. So schnell kannst du nicht gucken. なかなかその幸福に気づかないものだが。どうか見守ってやってもらいたい。Vor allem wie bestimmt er das sagt, ne? Dieser süße Mensch. 許されよ。自分が言うまでもないことだ。Aus tiefstem Herzen.おっと、次の会議の時間だ。失礼する。セルゲイ、心配無用。自分は折れない。ここまでの道を築いてくれた者のためにも。Ja, so langsam bereue ich es, dass ich viele Sequenzen immer mal. Wow, wir haben Gotteszorn erlernt, einfach so.Boah, und wie ich jetzt... Alter, 20-fach bedauere ich das jetzt. Ich wollte erst auf den storytechnischen Aspekt hinaus, aber... Ey, war das, ist das ein Arte? Donnerbeast haben wir ja nun schon. Stimmt doch irgendwas... Da, mystisches... Ich habe zwei mystische Arte jetzt auf einmal. Macht des Donnergottes nutzt, um das volle Potenzial an Stärke und Geschwindigkeit zu erreichen. Zur Aktivierung nach einer 4-Treffer-Kombo.Was? Bei normalem Stoß mit SA5 oder 4? Oh. Tschüss.
Okay, das einfach irgendwann bei einer Combo. Da muss eine mindestens 4er Treffer-Kombo sein und ich brauche 5 von den Dingern. Tschüss. Nee, das war hier. Dieser Bildschirm. Da war was Neues. Entenschwanzfrisur. Boah, das ist eklig. Das macht man einfach nicht. Entfernen. Nee, das ist einfach unwürdig, Junge. Aber dolle unwürdig. Belastend. Ja, was hast du sonst noch so zu erzählen? Sag mal. Ich weiß, was wir wegen Edna unternehmen werden. Das ist irgendwie rätselhaft, aber wie du meinst. Ich bin direkt an deiner Seite, komme, was wolle. Königreich bei Alicia. Ich hatte das dumpfe Gefühl, dass du nicht mehr sorgen würdest, wenn du hingehen und sie etwas ermutigen würdest. Findest du bestimmt in ihrem Anwesen. Let's go, dann gehen wir da als nächstes hin. Das mit Edna, ich weiß noch so in etwa, wo der Bruder / Drache waltet. Habe aber Angst, dass der halt einfach genauso overpowered ist wie Heldalf selbst. Man hat ja immer mal so ein, oder es ist in fast jedem Rollenspiel so möchte ich es ausdrücken, dass es halt einfach Gegner gibt, Endgegner gibt, die wesentlich stärker sind als der letzte Bossfight. Das ist einfach so, hat sich etabliert. Mir würde spontan jetzt auch kein Rollenspiel einfallen, bei dem das nicht so ist. Und der könnte ja so etwas sein. セルゲイさんの誤解を解かなかったんですね。うん、なんかね、セルゲイががっかりするかなって。俺もそう思った。セルゲイにとってスレイとロゼは守りたい世界の象徴なのかもしれないな。見てるのかね、自分がなくしちまった家族ってやつを。嘘ついちゃうけどさ、もうちょっと黙っておこうよ。はい。 Ihr werdet so unfassbar höchstwahrscheinlich ein Kind kriegen. Dumm Lappen. Reise zum Speicherpunkt. Alicia, sagst du, ja? Also in Damensee. Und dann gehen wir auch hier mal ins Gasthaus. Das ist, glaube ich, näher dran als das Heiligtum. Bin ich mir aber absolut nicht mehr sicher. So lange nicht mehr gewesen hier in der Hood. Und run, falscher Weg. Gasthaus, Heiligtum, Adligenviertel. Ja, ja, genau. Da ging ja dieser kleine Branch von ab. Also dieser quasi Ast. Hui. Wir sind so fucking schnell, ich liebe es. Na. Hui, hui, hui. Das Ausrufezeichen. Strange indeed. Was ist denn los bei euch? Minna, so na goto shitara. Kora! Neko ijimen na! Nö, Katzen sind aus der Hölle entsprungene Kreaturen. Mattaku. Neko hyoma ni shikaishi sareru zo. Arigatou gozaimasu nya. Viel Miaus. Kyoma janai nya. Neko ni nya. Kore ga? Really? Neko ni. Hito na no? Neko na no? Dochi demo ii wa. Kawaii kereba tte koto? Tasukete kureta ore ni neko nin no sato ni go shoutai shimasu nya. Ach, auf der großen Brücke war doch mal so eine Quest. Koto de. Koko made iroiro hanashi o otte kita to iu no ni. Erstbesucher. Also er ist im New Game Plus.
世知辛い世の中にゃ、高級化か格安路線か選ばないとやっていけないのにゃ。どこの世界も猫はお高いってか。商売人としては難しい選択だよね。商売なのか。Meinem Katzkorner hat die Krallen geschnitten, aber er war vergleichsweise brav. Geschäftsfrau. Ja, hört halt einfach mal auf, euch die ganze Zeit ja und ah und m und äh an den Kopf zu schmeißen. Ja, dann wahrscheinlich im New Game Plus halt, wie gesagt. Okay. Also wohl doch nicht im New Game Plus. Ich bin absolut verwirrt. Was zur... Boah, das wird hoffentlich ein epischer Laden sein. Bekanntes Gesicht schon mal. Flügelring. Flügelhellungs durch diese... Ja, ja. Flügelring. Topas Montur. Nochmal eine Topas Montur. Arte Verteidigung. Plus 4%. Das ist natürlich ganz chillig. Haben schon 4 Stück davon. Aber so super OP sind die Dinger hier jetzt nicht, ne? Boah, P-Angriff plus 180. Einfach mal so. Die Musik im Hintergrund, ne? Gott, oh Gott, oh Gott. Ist besser als der Stab, den wir von der Olschen haben. Gut. Topas Papier. Vor allen Dingen, ich konnte ihn nicht direkt ausrüsten. Waffen verschmelzen haben wir lange nicht gemacht. Wo ist denn unser Sorei? Da, er hat ein Topas-Schwert. Wenn wir das mit drauf machen, Verbrennungsfähigkeit plus. Okay. Dann kann ich ja fast doch nochmal ein Topas-Schwert kaufen. Weil, dann gleich nochmal damit verschmelzen. 2 sogar. Okay. Jupp. Jupp. Verschmelzen. Topas-Schwert plus 1. Dauer auf eine Werteerhöhung plus 15%. Nehme ich vielleicht erst das. Und dann das. Schau mal an. Und plus 3. Wir haben es immer noch nicht geschafft, so ein Ding plus 10 zu kriegen, ne? Das ist aber auch, glaube ich, gar nicht so einfach. Also den einen Topas-Dolch hat sie ausgerüstet. Boots. Aber einen zweiten müsste sie doch auch ausgerüstet haben. Ich sehe halt nur einmal ihr Bild. Irritiert mich schon wieder bei ihr. Also, guck mal. Ein Topas-Stab und ein zweiter. Ne, wir machen erst wieder den. Und dann so. Fusio schnuckelt. Den sollten wir ihm dann auch gleich ausrüsten. Ein Topas-Schirm, leider keinen zweiten. Und auch kein Topas-Pendel. Also... Mickey Chuan statt Muses, den Topas. Was absoluter Quatsch wäre. Kohle verschwendet, weil wegen, dadurch wird seine Magie schwächer. Behind that, ey. Absolut behind that. Was willst du? Als junge Katze bin ich als Mitglied der Katz und der Kabrigade durch die Welt gereist, habe Schätze gesammelt. Miau. Nein, mir wäre es lieber, wenn du es nicht plündern nennen würdest. Wenn es dir nichts ausmacht. Hast du sicherlich geplündert. Lass mir sagen, was du willst. Bitte nicht. Äh,
Erinnert mich an einen Anime, den ich vor Jahrzehnten gesehen habe. Ich finde es ja echt niedlich, wie die reden, ne? Aber es ist absoluter Quatsch. Büßen. Vor allem, sie hat nicht ernsthaft Fische als Waffen. Scheint zu stimmen. Wenn es nicht so furchtbar lächerlich wäre, ne? Wenn es nicht so furchtbar lächerlich wäre. Weil Panzer schwer sind! Boah, really? Was zur Hölle? Den können wir nicht besiegen. Anfällig Artis. Vor allem Nazi confirmed, ey. Boah. Was zur Hölle? Achso, kann ich nicht, weil tot, okay. Aber das ist halt auch so der allererste Gegner, der ein hohes Level hat, der uns nicht one-shottet. Ich bin gerade so, ich habe gerade super Angst. Problem an der ganzen Geschichte ist, wir sind halt mega fucked, ne, weil ich nicht gespeichert habe und nix. Boah. Stoßzeit, Errungenschaft freigeschaltet. So, so. Wow. Ich kann ihn faktisch nicht besiegen, den Boy. Ich hatte mal 3000 abgezockt, ey. Das ist ein Witz. Boah. Was zur Hölle? Das war nämlich das, was ich meinte. Mit Gegner, die vielleicht sogar mächtiger sind als der... Alter. Kommt halt Layla wieder rein. Boah. Was für ein nervender kleiner Spaten. Oh, direkt in der Defusion oder? Er ist vergiftet? Er war vergiftet. Oh Gottchen. Alter. Boah. Du bruter Zorn. Kyotsukete, Edna. Ich weiß halt nicht, ob ich überhaupt hier Items einsetzen soll, weil, wie gesagt, theoretisch ist das Quatsch, was ich hier gerade mache. Beutetrank, das galt. Aha. Oh Gott. Ah. Ich kann auch nicht mehr. Oh Mann, ey. Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, hör auf, sie zu prügeln, du kleiner Lappen. Man zockt ihr halt quasi nichts ab, ne? Mondspiegelung, hat mich geheilt. Vor allem der Witz an der Sache ist, man könnte ja, wenn man klug kämpft, sicherlich im Ausweichen und so weiter und so fort, schon ein bisschen was hinkriegen. Ich hasse dieses Spiel gerade, ne? Ich habe einfach nicht gespeichert. Oh, gosh, ey. Oh.
Kleiner Penner. Boah, ey. Aber ich hab ihm so ein paar Prozent seines Lebens abgezockt. Ich hab keinen Bock mehr, um ehrlich zu sein. Alter, wie er sie einfach hochwirbelt und ihr dann eine reinklatscht, ne, in diesem blutroten Zorn. Boah. Das meine ich nämlich. Das meine ich nämlich damit. Nochmal Datenladen, Titelbildschirm. Ganz ehrlich, wie kann man denn das nicht einfach so programmieren, dass ich jetzt vor diesem Event stehen würde? Mit den Sachen, die ich zuvor... Ich habe da viel Zeit investiert. Das war die ganze Folge letztendlich. Und die ganze Folge, alles, was ich jetzt gemacht habe, ist quasi im Eimer. Nur weil diese Programmierer zu faul waren, zu dumm waren, zu sonst was waren, diese Kleinigkeit da rein zu programmieren. Ich bin sehr traurig, enttäuscht, beende diese Folge an dieser Stelle und spiele halt offscreen einfach so weit weiter, dass ich vielleicht sogar ein bisschen noch level und so. Vielen Dank fürs Verständnis, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.